Haben Sie sich schon registriert? Wenn nicht, dann aber schnell. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. Heute ist wieder ein Mitglied da und hat ein Thema mitgebracht, das er auch mit einer Studie hinterlegen will, nämlich das Thema ADHS. Wir kennen das immer wieder bei Kindern, die mit ADHS letztendlich in die Schule gehen und nicht mehr ruhig sitzen können. Da werden sie mit Ritalin und so weiter ruhig gestellt. Wir möchten mal dahinter schauen, ob es auch eine Ursache hat hinter diesen Wirkungen, die wir alle immer wieder erkennen und was man dagegen tun kann. Nach dem Intro legen wir sofort los. Ja, da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast auch zeigen aus dem Gremium, angereist heute Professor Dr. Elmar Wienecke. Herzlich willkommen, lieber Elmar. Hallo Alexander, hallo. Hast du und ich auch so ein bisschen ADHS? Nein, ADHS nicht. Aber im Grunde genommen ist es so, es ist ein so spannendes Thema. Du hast es richtig angesprochen, es betrifft ja nicht nur Kinder, Jugendliche, sondern auch viele Erwachsene, die heute wirklich, jeder Mensch, der kreativ ist, eine hohe Kreativität, das bringt irgendwo spontan viele Dinge mit. Aber wenn es irgendwann in einen pathologischen Bereich geht, wo es dann wirklich auch gesundheitliche Beeinträchtigungen hat, dann sollte man eingreifen. Weißt du das jetzt bei mir aufgrund meinen Werten, die dir vorliegen? Oder ich habe nämlich das Gefühl, wenn ich unter Anspannung bin, ich kann... Ja, du bist... Irgendwas bewegt sich immer, gell? Ja, ich bin gespannt, wie die Ergebnisse einer Rückuntersuchung aussehen werden. Du bist natürlich von der Schilddrüse so ein bisschen prädestiniert, in diesen Linksbereich, in dieses HB-Männchen reinzugehen. No, das ist keine Frage. Das ist eine Möglichkeit, die aber dann schilddrüsenmäßig gesteuert wird. Also das ist schon ein wichtiger Punkt. Wir werden es auch nach bei den Ergebnissen sehen, bei den Betrachtungen, die wir gemacht haben. Die Schilddrüse machen wir eine Sendung. Genau. Gut, jetzt schauen wir es mal an. ADHS, was habt ihr da für eine Studie darüber gemacht? Wir haben viele Dinge gemacht. Wir haben natürlich, viele Dinge sind publiziert worden, aber ein ganz wichtiger Faktor war mir, ich habe mal 380 Menschen rausgesucht, die eine Altersstruktur von 32 Jahren plus minus 4,2 haben. Jetzt in dieser Studie... Siehst du, keine Kinder, hä? Ne, keine Kinder, bewusst. Ja. Bewusst. Aha. Ich habe keine Kinder jetzt rausgenommen, denn ich werde gleich auf Kinder speziell noch eingehen. Okay. Hier habe ich bewusst mal geguckt, hyperaktiv, unkonzentriert. Die Frage ist ja, wie definiere ich denn überhaupt ADHS? Da gibt es ja gewisse Kriterien nach den ärztlichen Chargen. Was ist ADHS? Da kann man gewisse Kriterien ausfüllen. Dann kann man, oder so wird es ja in der Medizin gemacht. Der entscheidende Faktor ist natürlich im Grunde genommen, wenn Menschen irgendwann selbst merken, dass sie, wenn sie sitzen, stehen müssen, dass sie permanent aktiv sein müssen. Das ist ja schon so eine grenzwertige Geschichte. Und die Frage ist natürlich, wenn man sich das jetzt mal ansieht, diese 380 Menschen, die bei uns waren, das waren Menschen, wo die Diagnose fachärztlich abgeklärt war, dass sie in Richtung dieses ADS, dieser ADS-Symptomatik gehen. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lasst uns noch mal überprüfen, wo ist denn euer genetisches System? Und was man jetzt wirklich sieht, Energiesysteme sind ganz entscheidend für die körpereigene Regulationssysteme des Menschen. Und was sieht man jetzt? Man sieht die Befindlichkeitsstörung auf der linken Seite, sieht man die Befindlichkeitsstörung oben und dann sieht man zu Beginn rot, grün, rot, 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 gelb, rot, gelb. Das heißt, die ganzen Bereiche im funktionellen Energiestoffwechselbereich, im Bereich der Aminosäuren, im Bereich der Mikronährstoffkonzentrationen sind alle in einer gewissen Form doch stark defizitär. Ja, grenzwertig und unzureichend. Und unzureichend. Ja. Und wenn man sich das mal sieht, was danach Energie auf Rezept passiert ist, nach 12 Wochen, sieht man eine totale Veränderungsstruktur der energetischen Voraussetzungen. Und welche Auswirkungen das hat, das werden wir uns nachher bei den Fällen sehen. Das muss ich mir aber noch genau lesen. Gut, 12 Wochen, jetzt ist praktisch alles grün und auf der linken Seite steht oben Befindlichkeiten vorher und nach 12 Wochen unten. Also sehr viel ausgeglichener, bessere Konzentration, vorne was unkonzentriert, häufig gut gelaunt, oben noch launisch, guter Schlaf und oben sehr schlechtes Schlafverhalten und unruhig. Und Hautbild hat sich auch deutlich verbessert. Und das nach 12 Wochen, das ist ja schon... Das ist schon in 12 Wochen relativ kurz. Wow. Das muss ich fairerweise sagen. Aber das ist schon erstaunlich. Man sieht also, die farbliche Veränderung
spiegelt sich in den Befindlichkeitsstörungen wieder. Eins zu eins, ja. Und bewusst jetzt noch keine Kinder. Wir gehen auf die Kinder noch ein. Ja. Und wir haben uns jetzt gesagt, und das ist das Entscheidende, liebe Zuschauer, wenn Sie in Ihrem persönlichen Umfeld sich mal ansehen, du hast mich gerade gefragt, habe ich ADS? Jeder Mensch hat irgendwo eine positive, dynamische Art. Natürlich will ich die gar nicht. Aber die Definition ADS ist was anderes. Da geht es um wirklich teilweise Dinge, die dann irgendwann fachmedizinischerseits in diese Richtung gehen. Das kann ich gar nicht beurteilen, weil ich kein Facharzt bin. Nur ich glaube generell, dass wenn wir eine vegetative Dysbalance in eine Balance bekommen, durch die gezielte Gabe von Mikronährstoffen, durch eine Ernährungsveränderung, hat das doch eine ganz andere Wirkung, als wenn ich jetzt irgendwo zu Medikamenten greifen möchte. Und hier geht es einfach darum, mal zu sehen hier, wenn man sich das mal anguckt, hier hat man nur, das muss man sich vor, den Stressindex gemessen. Vor- und Nachschick, also vor Anwendung von mir. Und wenn man die hellgrauen Dinge sieht, dann sieht man einen sehr, sehr hohen Stressindex. Und hier ist es jetzt rein wissenschaftlich mal nachgewiesen, dass diese Menschen sich dadurch auszeichnen, einen extrem hohen Stressindex zu haben. Das ist eine mathematische Größe. Und das bedeutet extreme hohe Stressbelastung dieser Menschen, die nachgezielt dazu vor der Mikronährstoffe einwandfrei deutlich sich reduzieren lassen. Aber es zeigt ja auch das Bild, wenn Sie ständig so im Stress hin sind, dass Sie natürlich vom hohen Stress in die große Erschöpfung runterfallen, oder? Ja, das ist richtig. Das ist eine Kette. Das muss man fairerweise unterstützen. Das ist irgendwann natürlich nicht ganz einfach. Und wenn man das jetzt sieht, liebe Zuschauer, ich habe noch mal was mitgebracht, was Sie vielleicht schon mal in einer anderen Sendung gesehen haben. Ja, von Professor Clemens von Jacques kenne ich doch das Bild. Ja, aber was ist, hat er bestimmt von mir genommen. Nein, keine Ahnung. Aber was man sieht, auf der linken Seite sieht man neuronale Nervenzellen. Ja. Auf der rechten Seite sieht man jetzt, wie die Nervenzellen durch gelbe kleine Fädchen sich verbinden. Sogenannte Dendriten. Das sind die Querverbindungen. Und je besser die elektrische Leitfähigkeit ist, desto besser ist die kommunikative Signalwirkung auf der sogenannten biochemischen Ebene. Was ist denn das? Ganz einfach. Die Zellen sprechen miteinander. Mhm. Und das bedeutet dann letzten Endes, diese elektrische Leitfähigkeit ist gerade bei diesem Typ von Menschen sehr häufig gar nicht gegeben. Also auch zu tiefe Omega-3-Werte? Ja? Ja, ganz niedrig. Die sind teilweise von 3,5-4% freie Fettsäuren viel zu wenig, um dem gerecht zu werden. Aber wird das heißen, wenn ich einen ADHS-Patient habe und der nur alleine den Omega-3-Pegel erhöhe auf 11-13%, dass sein Verhalten sich schon deutlich ändert? Ich glaube, dass allein das schon ausreichen wird, eine Verhaltensveränderung hervorzurufen. Nicht komplex, weil Omega-3 verbessert die Durchlässigkeit der Zellmembran und ermöglicht erst die Aufnahme von anderen Mikronährstoffen. Also ohne Omega-3 geht gar nichts. Ja. Allein das wird aber schon ein Mosaikstein sein, keine Frage. Mhm. Und wenn man sich das nächste Mal ansieht, hier, ich habe noch mal so ein Beispiel mitgebracht, da sieht man gerade diese Aminosäuren, Phenylalanin. Und liebe Zuschauer, ich bin so ein absoluter Phenylalanin-Fetischist geworden. Warum? Weil ich weiß, jeder von Ihnen kennt das. Stressresilienz, was ist denn das? Das bedeutet, dass ich in Stressphasen mit einer inneren Kontenance antworte, ruhig bleibe, gelassen bleibe. Das ist allein möglich, wenn du eine sehr gute Phenylalanin-Konzentration hast. Die kann man ja messen. Und in Verbindung mit Tyrosin, habe ich schon ein paar Mal erklärt, werden auch die Schilddrüsenhormone entsprechend reguliert. Das heißt, Tyrosin und Phenylalanin sind ganz wichtige Bestandteile der Schilddrüsenhormonregulierung. Mhm. Und das bedeutet langfristig eine vegetative Balance. Mhm. Und dieses Bild macht jetzt deutlich, an diesem kleinen Beispiel will ich nochmal zeigen. Wenn diese synaptische, Sie sehen in der Mitte, wenn bestimmte Aminosäuren fehlen, dann kann es zu diesem Übergang von nervalen Strukturen, dann ist eine Blockierung da. Das heißt, das System ist blockiert. Das bedeutet im Grunde genommen, die Signalübertragung kann nicht erfolgen. Mhm. Und erfolgt keine Signalübertragung, kommst du auch nicht ins Flow. Das heißt, du hast wirklich Probleme, auch gedanklich sich auf einer anderen Ebene zu entwickeln. Das ist aber eine biochemische Ursache. Mit diesen Bildern wird das sehr deutlich. Und gerade bei Menschen, die zu Hyperaktivität neigen, die Aufmerksamkeit, Hyperaktivitätssyndrome zeigen, das ADHS, da sieht man ganz häufig, es gibt hier ein Bild, das ist sehr interessant, das ist aus einer Publikation von Gröber und Kisters, aber da wird nochmal sehr kompliziert, liebe Zuschauer, wenn man nur das Bild sieht,
Die Bildung wichtiger Neurotransmitter für die Psyche. Da sieht man das L-Tryptophan, ein paar Mal schon besprochen, das 5-HTP, Serotonin. Hier sieht man an dieser Kaskade dieser Darstellung, wie wichtig die kleinen Mikronährstoffe in Verbindung mit B-Vitaminen für die Bildung der psychischen Grundvoraussetzung des Menschen ist. Und was bedeutet das jetzt? Hast du Phenylalanin und Tyrosin? Sind die Schilddrüsenhormone besser reguliert? Dopamin bildet sich aus, du bist besser drauf. Und im Grunde genommen ist es ganz entscheidend, Tryptophan, 5-HTP, Serotonin. Diese gesamten Mechanismen bilden die Grundlage für die Psyche des Menschen. Und deswegen ist das Thema Mikronährstoffe so essentiell bei Menschen, die zu Hyperaktivität neigen. Denn dieser biochemische Prozess ist völlig out of order. Das haben wir messen können. Die Frage, wenn ich jetzt gerade so an emotionslose Menschen denke, die heutzutage ich auch immer mehr auf den Straßen begegne, dann müsste ich doch hier auch ein Mangel erkennen, oder? Da wirst du auch bei den Menschen wirst du mit Sicherheit hier eine Mangelsituation erkennen, die vielleicht in die ganz andere Richtung geht. Mhm. Was? Apathie. Das ist genau das Gleiche, kann sich hier ganz anders zeigen. Auch das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Mhm. Hier sieht man jetzt, wir haben Folgendes gemacht, liebe Zuschauer. Ich wollte jetzt bewusst, und das ist sind das Ergebnisse von einigen Masterarbeiten, die wir haben schreiben lassen, und haben das mal zusammengefasst. Wir haben jetzt bewusst mal keine Erwachsenen genommen, sondern Kinder genommen. Und wenn man das jetzt mal sieht, die Größe, das Alter, das Gewicht, Sie sehen, das ist ganz wichtig. Wir haben drei Gruppierungen. Für die Ärzte, die zusehen. Die erste Gruppierung sind die im Grunde genommen Mikronährstoffe neben Unterernährung verändern. Die zweite Gruppe in der Mitte ist die nur Ernährung verändert. Die dritte ist eine Kontrollgruppe. Mhm. Wir haben jetzt also das, was die Wissenschaft fordert, drei Gruppen. Die eine verändert Ernährung, eine Mikronährstoffe, die zweite nur Ernährung, die dritte Kontrollgruppe. Na, jetzt bin ich gespannt aufs Ergebnis. Und jetzt ist natürlich ganz spannend, was dabei rauskommt. Also Gruppe 1 waren 101 Leute, bei der Gruppe 2 31 und der dritten 30, ja? Gut. Das ist also schon mal ist kein Zufallsbefund. Mhm. Jetzt habe ich mal so mit den roten Umkreisungen Folgendes gemacht. Wir gucken uns mal, du hast vorhin was Richtiges ja gesagt, du hast Omega-3 angesprochen. Wenn der Omega-3-Index zum Beispiel zu Beginn seht ihr bei 3,851, das ist ein sehr niedriger Omega-3-Wert, wo keine elektrische Leitfähigkeit stattfinden kann, keine Herausbildung von Dendriten, keine biochemische Kommunikation. Und sieht man, nachdem wir was genommen haben, 8,72. Bei der Gruppe in der Mitte, die Gruppe E, nur Ernährung, ist es ganz leicht angestiegen, bei der dritten Kontrollgruppe gleich. Aber das wundert mich schon, dass nur schon in der Ernährung das Omega-3 ganz leicht steigt. Leicht. Aber das wundert mich auch schon überhaupt. Woher denn, oder? Ja, aber hast du recht, aber das ist in einer ganz geringen Grade. Ja. Trotzdem muss man sagen, aber nur leicht. Mhm. So, und jetzt sieht man, der HbA1c, wir kennen, ist der Langzeitzuckerwert, ist da unten in der unteren Abbildung, der HbA1c-Wert, der lag teilweise bei 5. Das ist jetzt, liebe Zuschauer, ganz wichtig. Hyperaktivität bei Erwachsenen wie bei Kindern zeichnet sich dadurch aus, wenn man abends mal eine Schokolade isst oder andere, also gerade Süßigkeiten, Fruchtzucker, die falsche Art von Obst kann ganz schnell auch zu Hyperaktivität führen, weil ja permanent quasi steigt er an, geht runter, steigt an, mhm, beim Apfel, rauf, runter. Bei Beeren hast du keinen starken Anstieg des glykämischen Index. Das bedeutet jetzt, dass hier zum Beispiel zu sehen ist bei der Gruppe Mikronährstoff und Ernährung, der war vorher bei 5,65, ist nachher bei 5,0 runter. Würde kurz Moseter sagen, schon idealtypisch. Wirklich in einer guten Form. Der zweite Aspekt ist wichtig, dann sieht man nämlich hier, bei der zweiten Gruppe geht es auch runter, auch die nur Ernährung verändert hat. Da sehen wir, wie wichtig die Ernährung ist. Und bei der dritten Gruppe verändert sich gar nichts, die Kontrollgruppe. Mhm. Jetzt haben wir uns angeguckt, hier ist nochmal, das ist, liebe Zuschauer, ein ganz wichtiger Punkt. Und Ferritin wird immer nur in Verbindung mit Frauen, in menstruellen Dingen gebracht, aber ganz wichtig ist, Ferritin ist exorbitant wichtig für die Sauerstofftransportfähigkeit in die Gewebstrukturen. Und wenn ich einen Ferritinmangel habe, und das haben wir bei den Kindern wirklich festgestellt, das gibt es auch weltweit schon erste Studien, dass Kinder, die zum Beispiel eine Ferritinverarmung haben, sich ganz schlecht konzentrieren in der Schule, weil sie müde sind, weil sie abgespannt sind. Und wenn man jetzt die normalen Ferritinwerte sehen in den verschiedenen Laboreinrichtungen, die gilt ja bei Kindern von 9 bis 50 Nanogramm pro Milliliter. Wir haben festgestellt, dass wenn die Kinder über 60 Nanogramm pro Milliliter gelegen haben, die Konzentrationsprobleme schon deutlich
zu beheben sind. Das bedeutet für ein hyperaktives Kind, oh, hier passiert schon was. Es ist nicht mehr so müde, konzentriert sich besser. Hier sieht man die Veränderung. In der Ernährungsgruppe sieht man auch die Veränderung, aber es reicht nicht aus. Man sieht, es ist ein ganz geringer Anstieg, der gar nicht ausreicht. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, nur den Eisenanteil in der Ernährung so zu verändern, dass ich den Ferritinwert hochkriege. Und was man jetzt sieht, hier ist die Rezeptur dessen, was wir immer wieder sagen. Magistralrezepturen, individualisiert für jedes einzelne Kind, für jeden einzelnen Menschen, der im Grunde genommen quasi diese Hyperaktivität mitbringt. Da sind zwei elementare Dinge auf der rechten Seite. Einmal ist es das Ferrosanol, das ist Eisen. Dann sieht man das Jodid, dann sieht man das Magnesium, das Omega-3 und das 5-HTP. 5-HTP, liebe Zuschauer, ist ganz häufig ein wichtiges Kriterium, ein Abkömmling vom L-Tryptophan. Wenn man das abends eine Stunde vom Schlafengehen nimmt, kann man viel besser schlafen. Das ist ganz häufig, ich muss fairerweise auch sagen, bei den Kindern war es so, die waren alle leicht etwas adipös, also leicht übergewichtig. Und bei übergewichtigen Menschen sollte man kein 5-HT, sollte man nicht L-Tryptophan geben, weil das neurotoxisch wirken kann. Deswegen gibt man abends dieses 5-HTP, ja, damit die Kinder besser schlafen können. Da sieht man die B-Vitamine, Vitamin D in den entsprechenden. Das wäre jetzt individuell die Magistralrezeptur, die die bekommen haben. Und jetzt kommt was, wo ich eigentlich der Auffassung bin, wenn wir das weltweit mal wirklich in die Gedankenwelt der Medizin projizieren können, dann verändert sich was. Denn in dieser Auswertung zeigt, Ergebnisse verschiedener Masterarbeiten, der PNN50, wo wir immer darüber gesprochen haben, das ist so die parasympathische Aktivität, die Ruhe, die Gelassenheit, die Menschen mitbringen. Und da sieht man jetzt, das ist total spannend, Sie sehen einmal diese schwarzen Punkte, auf der linken Seite sehen Sie quasi vor Mikronährstofftherapie und das eine ist dann nach circa 12 Wochen oder 24 Wochen war es, glaube ich. Was Sie jetzt sehen, in der ersten Abbildung links, alles durcheinander, schwarz, grün und ein bisschen grau. Auf der rechten Seite sehen Sie, was passiert. Die Bremse, die innere Kontenance, die Ruhe, sehen Sie, die schwarze Punktewolke zeigt, dass diese Kinder oder Jugendliche ganz andere Bremsen aktiviert haben, innerliche. Sie sind ruhiger, gelassener geworden. Was man sieht jetzt wirklich, wissenschaftlich evidenzbasiert, bei über 160 Kindern, wie Mikronährstofftherapie wirkt. Und das ist eben wissenschaftlich nachgewiesen und zeigt einfach, wenn es uns gelingen kann, vegetative Dysregulation durch Ernährungsveränderung und gezielte Gabe fehlender Mikronährstoffe, kann man solche Bilder erreichen. Und das ist so beeindruckend für mich, dass ich gesagt habe, Mensch, was ist das für ein Bild? Und das Gleiche haben wir gemacht mit dem Stressindex. Mhm. Sie sehen wieder links die Punktewolken und rechts, wie der Stressindex runtergeht. Mhm. Das heißt, die vegetative Balance in eine vernünftige Form zu bringen, ist relativ einfach, wenn wir den Körper selbst regulieren lassen. Und diese Selbstregulation, sieht man, ist ja idealtypisch. Also diese Bilder sind sehr beeindruckend und zeigen einfach, welche Wirkung wir haben. Und jetzt zeige ich mal ein kleines Beispiel. Ich habe was mitgebracht. Wir nehmen einen 14-jährigen Jungen. Der hatte diese 1,71 Meter groß, 70,1 Kilogramm Schüler am Gymnasium. War müde, unruhig, Stimmungsschwankungen, nächtliche Schwitzen, schlechter Schlaf, war aber sogar sportlich sehr aktiv. Und hier, liebe Zuschauer, ein ganz wichtiger Hinweis. Viele sagen doch, wenn ich den müder mache, wenn der viel Sport macht, wird er ruhiger. Völlig falsch. Je intensiver der Sport macht, desto unruhiger wird er. Weil sportliche Grenzbelastung führt zu Stressausschüttung. Mhm. Also Hyperaktivität. Mhm. Falsch wäre also, den Kindern komplett auszubelasten körperlich. Was sieht man jetzt hier? Und er hat natürlich sehr gerne Süßigkeiten gegessen. Ich habe jetzt an einem kleinen Beispiel, einige Punkte habe ich rot markiert, habe gesagt, was ist auffällig bei diesem 14-jährigen Jungen? Schilddrüse TSH 0,8 heißt starke. Wir wissen, zwischen 1,6 und 2,2 optimale Bereich mental-physisch, haben viele Untersuchungen, die wir mit HRV-Messungen gemacht, dokumentieren können.
der merkt ganz klar, neigt zu einer vegetativen Dysregulation, Ferritin, rot gemalt, ganz niedrig, sollte mit 14 Jahren zwischen 100 und 120 Nanogramm pro Milliliter liegen. Unten sehen Sie ganz, ganz unten den Transferinrezeptor. Liebe Zuschauer, was sagt der? Der sagt, ob du Mangel an funktionellem Eisen hast. Und das siehst du ganz klar. Der hat einen Mangel an funktionellem Eisen. Massiv. Das heißt, er bringt zu wenig Sauerstoff ins Gewebe, verhindert die Konzentrationsfähigkeit, eine gute, sieht man auffällig. Jetzt kommt was ganz Wichtiges. Und er isst sehr gerne Süßigkeiten, liebe Zuschauer. Der IFAB-Wert, das sogenannte ganz komplizierte Begriff, ist ein Protein. Das Intestinal Fatty Acid Aminosbindungsprotein. Wenn das erhöht ist, hat er Leaky Gut. Bei dem Ernährungsverhalten wundert mich das nicht. Also, das Ernährungsverhalten dieses Kindes ist völlig deplatziert. Mhm. Also Süßigkeiten weglassen. Und Sie kennen ja meine Auffassung, das habe ich damals von Kurt Moseter gelernt, der immer gesagt hat, gib dem doch morgens, mittags und abends so einen Teelöffel, schwachen Teelöffel Galaktose. Dann merkst du direkt, wie irgendwann nach 14 Tagen der Süßigkeits-, dieser Zuckerwahn wegnimmt. Ich habe es ausprobiert, aber schon vor über 20 Jahren, es hat funktioniert. Also, das heißt, erstmal den ersten Schritt auf Süßigkeiten zu verzichten, ist gar nicht so einfach. Gibt es einfache Möglichkeiten durch insulinunabhängigen Zucker. Das ist jetzt der 14-jährige Sohn, 14-jährige Junge. Hier hat er jetzt zwei markante Punkte, oder drei habe ich markiert. Oben Phenylalanin ist das, dieser Junge hat keine Stressresilienz. Der ist gar nicht, wenn irgendwas kommt, rastet er aus. Mhm. Klar, bei dich ein Phenylalanin werden wir die auch ausrasten, wenn wir beide ausrasten. Und Tyrosin fehlt für die Schilddrüse noch und Arginin ist ganz wichtig für den Aufbau bestimmte hormonelle Regulationsmechanismen. Also drei markante Punkte, drei fehlende elementare Komponenten, die fehlen. Also kann man sagen, Sie sehen in der Mitte nochmal, liebe Zuschauer, diese Null. Was ist eine Null? Das sind die Medianwerte aus der Datenbank zu vergleichbaren Menschen in der Altersstruktur. Da liegt er immer links. Mhm. Und das ist schon sehr auffällig bei ihm. Das muss man ganz klar mal sagen. Und hier sieht man jetzt, ist der funktionelle Energiestoffwechsel. Das bedeutet, da wo die blauen Balken in die roten Balken reingehen, läuft der Motor nicht mehr rund. Liebe Zuschauer, ich verzichte jetzt, Ihnen zu erklären, was Metabolite sind. Sind Stoffwechselendprodukte und Säuren. Und wenn diese Säuren einfach zu hoch oder zu niedrig sind, dann können sie blockieren. Und Sie sehen zu Beginn einen absolut desaströsen Energiestoffwechsel, der nach Therapie sich komplett farblich verändert. Das heißt also, die gezielte Zufuhr der fehlenden Mikronährstoffe bringt den Körper dazu in eine körpereigene Regulation, in eine völlige Normalisierung. Und das ist natürlich, das Bild ist total einleuchtend. Und wenn wir das jetzt sehen, dass wir wieder sehen, hier ist die zelluläre, das ist ein zelluläre Mikronährstoffprofil. Und man sieht jetzt wirklich auf der zellulären Ebene gemessen, nicht durch eine normale schulmedizinische Analytik oder durch eine normale Laboranalytik, sondern durch ein spezielles Verfahren, da sieht man Omega-3 haben wir darüber gesprochen, B9, B12, all diese Faktoren sind linkslastig. Nicht ein einziger. Und wenn man das so eindeutig sieht, liebe Zuschauer, dann frage ich mich doch, warum nehmen wir das nicht mal als Gegenstand, dort anzusetzen, diesen Menschen, ob Kind, Jugendlicher oder Erwachsene, dem zu geben, was fehlt. Was sehen wir denn? Nach einigen Monaten sehen wir, wie sich die komplette Struktur verändert. Also, wir verändern die energetische Voraussetzung durch fehlende Mikronährstoffe und sehen, hier tut sich schon ganz viel und das nach Therapie. Und dann sehen Sie, hier ist die Rezeptur. Hier ist jetzt die ganz spezielle Rezeptur für diesen 14-Jährigen. Man sieht, der kriegt Arginin, der kriegt Phenylalanin mit 1500 Milligramm. Man sieht im Grunde genommen das Magnesium-Bisglycinat. Das ist ein Magnesium, was dämpft. Was wichtig ist, weil das Magnesium-Bisglycinat führt zu einer Detonisierung. Und es führt dazu, dass der Einzelne komplett runterfahren kann, ruhiger wird, gelassener wird, weniger Stress hat. Wir sehen das Erbsenprotein, das sind die Kollagenpeptide, die Aminosäuren, die zugeführt werden. Mit dieser speziellen Rezeptur, oben ist die Rezepturnummer, speziell für diesen Jungen zusammengestellt, gelingt es tatsächlich, dieses System so zu verändern. 48 Stunden, nachdem wir haben über 48 Stunden diese HRV-Messung gemacht, haben dann gesehen, wie verändert sich die vegetative Balance zu Beginn und Ende. Und man sieht, der Parasympathikus geht richtig rauf. Hier sehen Sie, wie wirkt sich
die Veränderung der Ernährung, die Veränderung der Mikronährstoffzufuhr auf das gesamte vegetative Nervensystem aus. So eindeutig ist es ja nicht nur bei einem, sondern bei 160 Kindern gewesen. Ja, was braucht es jetzt noch, dass die ganze Welt das mal anwendet? Ja, die Frage ist einfach das Bewusstsein, dass man das mal wirklich auch in die Ausbildungsstruktur der Psychotherapeuten bringt. Das hört sich jetzt makaber an, was ich sage, nicht nur in der Medizin, sondern die Psychotherapie therapiert da, wo sie Hintergründe erfährt, aber auch das sind biochemische Grundvoraussetzungen, die ich mitbringen muss. Ich muss jetzt also den Kindern das geben, was fehlt. Und wenn man sich hier anguckt, das Kind hat vorher, war vermehrt müde, antriebslos, innere Unruhe, nächtliche Schwitzen, erhebliche Konzentrationsschwankungen. Und nachher gute mentale Leistungsfähigkeit, kein nächtliches Schwitzen mehr, ausgeglichen. Die Eltern und Lehrer sind positiv überrascht und sagen, wir haben völlig ausgewechselte Kinder. Oder das ist das, was ich damit, oder Kind in dem Sinne, einen 14-jährigen Jungen. Also nochmals zu meiner Frage. Ich weiß, es ist eine universitäre Frage letztendlich, dass das Wissen dazu hinausgetragen wird. Jetzt nicht nur bei den Ärzten, sondern bei den Psychotherapeuten, wie du gesagt hast. Aber das ist ja eigentlich schon hieb- und stichfest. Ja. Da muss man nicht mehr diskutieren über Sinnhaftigkeit der Mikronährstoffe Nein. und Omega-3. Nein, das muss man nicht. Und das sind ja evidenzbasierte, retrospektive Studien, die durchgeführt worden sind. Und ich bitte einfach mal, das zukünftig mitzunehmen für die, die in ihrem bekannten Freundeskreis Menschen, Kinder, Jugendliche oder Erwachsene haben, die so eine Verhaltensauffälligkeit haben, darüber nachzudenken, dass man erstens natürlich das Ernährungsverhalten verändern muss, keine Frage. Und zweitens dem Körper das gibt, was fehlt. Der Körper kann sich selbst regulieren. Das entscheidet doch der Einzelne für sich selbst. Aber unsere Aufgabe ist es, diese Wissenschaft doch mal darzustellen. Und das war wieder das Ergebnis von 2 oder 3 Masterarbeiten. Und das ist das Entscheidende und Wichtige für uns, dass wir das einfach publik machen. Und deswegen glaube ich einfach, ist dieses Thema, dass vielleicht in jedem Mensch irgendwo ein ADS-Symptomatik vorliegt, das müssen Fachärzte beurteilen. Das kann ich nicht. Das kann man ja diagnostizieren durch gewisse Kriterien. Darum geht es mir auch gar nicht. Es geht hier aber darum zu sehen, wenn gewisse Kriterien da sind, wie wir hier sehen, Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Schwitzen, was auch immer, dann lassen sich diese Symptome wirklich therapieren, indem der Körper sich selbst reguliert. Und da frage ich Sie, liebe Zuschauer, was gibt es Besseres? Ich habe eine Schwägerin, die hatte 2 hyperaktive Kinder. Ja. Und sie hat versucht, so möglichst wenig Ritalin zu geben, weil die Nebenwirkungen auch da waren bei Ritalin. Nämlich die Kinder hatten keinen Hunger mehr, haben dann nicht mehr gegessen. Das wird vielleicht überall ein bisschen anders sein. Aber ihr Ziel war auch immer, so wenig wie möglich Medikationen zu machen. Aber da war das Wissen zu dieser Studie noch gar nicht da. Weil das war jetzt alles 10, 20 Jahre her. Aber ich finde es einfach nur verheerend, dass du als betroffenes Elternpaar nicht hingewiesen wirst, diese Untersuchung zu machen, um meinem Kind möglicherweise es viel einfacher zu geben, aber nicht nur dem Kind. Das Umfeld ist ja auch extremst bei solchen hyperaktiven Kindern. Keine Frage. Und man muss, da hast du vollkommen recht. Und man muss auch eins ganz klar berücksichtigen. Sollten wir dem Kind, dem Erwachsenen oder dem Jugendlichen das geben, was fehlt? Und er ist nicht bereit, das Ernährungsverhalten zu verändern. Das muss man auch fairerweise sagen. Dann funktioniert das nicht. Mhm. Weil es ganz klar ist, es hat es mit der Darmflora zu tun. Und wenn du gleichzeitig jetzt wirklich ernährungstechnisch völlig daneben liegst, dann musst du auch keine Analyse machen bezüglich deinem Mikronährstoffstatus. Hier muss eine ganz klare Bereitschaft auch da sein, dass diejenigen, die sich mit dem Thema beschäftigen und helfen wollen, auch da mitmachen. Ganzheitlich das Ganze zu sehen. Mhm. Und hier, wie gesagt, nochmal wichtig, gerade auch nicht nur auf dieses Thema bezogen, aber gerade auch die Psychotherapie, die viele, viele sehr gute Ansätze hat, müsse sich zunehmend mit der Mikronährstofftherapie synergetisch ergänzen, damit man zu solchen wirklich weiteren positiven Ergebnissen kommt. Mhm. Ganz spannend. Kennt Professor Schubert zum Beispiel diese Studie schon?
Weil das müsste ich ihm immer mal zustellen, weil nee, das ist ganz wichtig, mit ihm darüber zu reden. Ja, das, er ist ein sehr renommierter, ich habe ihn ja kennengelernt in der Sendung. Kolloquium. Ja, ich weiß. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber er könnte zum Beispiel... Er ist bald da, dann packe ich ihn doch dieses Buch, was ich geschrieben habe. In diesem Buch ist auch diese Studie dokumentiert. Da ist sie auch mit den Frag ihn mal. Und ich habe ja auch diese Veröffentlichung in diesem Heft, in der Schriftenreihe gemacht. Aber wäre ein interessantes Thema. Nehme ich auf. Gut. Danke ganz herzlich. Professor Dr. Elmar Wienecke, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hat Ihnen jetzt diese herausragende Studie präsentiert und was da alles für eine einheitliche Darstellung gekommen ist über eine Vielzahl von Kindern, finde ich nur ganz persönlich gesagt unfassbar beeindruckend. Und ich kann nur dazu appellieren an Sie, dass Sie diese Sendung da bitte weiterleiten mögen an Elternpaare, die mit einem solchen Kind letztendlich konfrontiert sind und dessen Eltern auch die Chance geben möchten, hier einmal eine andere Sichtweise auf das Problem zu sehen, zu finden und vielleicht das Kind auch von irgendwelchen Medikationen wegzukriegen in Begleitung mit dem Arzt und einer solchen Mikronährstoffanalyse, um möglicherweise die besten Voraussetzungen für das Kind zu schaffen. Ich bin total begeistert und danke Ihnen für die Zusammenarbeit. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.